Also die Idee war ja sehr revolutionär. Grundsätzlich war eine Funktion, ähnlich Prägen Tourismus Stadtmarketing, in verschiedenen städtischen Dienststellen schon beheimatet. Also es hat der Tourismusamt gegeben, es hat der Wirtschaftsstelle gegeben, es hat und so weiter, Liegenschaft. Aber diese Fokussierung auf Marketing statt beamteter städtischer Dienststelle war neu. Und es waren auch einige Auflagen gegeben, also die Stadt musste mindestens 51% an der Gesellschaft halten, damit es weiterhin eine quasi städtische Dienststelle war. Aber aus dem Wuppertal kommend gab es die Idee einer Private-Public Partnership, wo eben nicht mehr Hoheitsverwaltung Stadtmarketing macht, sondern die Betroffenen, sprich natürlich die Stadt, aber auch führende Betriebe, führende Einrichtungen in Bregenz. Und das war gar nicht einfach, weil die meisten wussten eigentlich mit der neuen Idee nichts anzufangen. Und es war dann eine, würde ich sagen, mal halb- bis dreivierteljährige Phase, in der im Wesentlichen der damalige Bürgermeister und heutige Bürgermeister Markus Lienhardt, der ja früher Wirtschaftsstadtrat war und aus dem Wirtschaftsstadtrat zum Bürgermeister wurde, gesagt hat, diese Umsetzung möchte ich gleich einmal zu Beginn meiner Bürgermeistertätigkeit einleiten, weil er die Notwendigkeit erkannt hat, da quasi aus der Hoheitsverwaltung ein echtes Marketinginstrument zu machen. Und das Interessante ist ja, dass Bregenz sich da auch in einem Wettbewerb befindet. Also wir sind ja nicht die größte Stadt in Vorarlberg, wir sind auch nicht die Wirtschaftsmetropole in Vorarlberg, nicht zuletzt auch aufgrund der geografischen Situation. Wir haben nicht beliebig Erweiterungsflächen. Wir waren durchaus auch in einem gewissen Match historisch gesehen mit landesbedeutsamen Einrichtungen in Feldkirch. Also nicht umsonst sind nach wie vor Sitz diverser Landesinstitutionen, nicht Bregenz, sondern Feldkirch beheimatet, also vom Landesgericht über das Finanzamt, über Konservatorium und dergleichen. Und das Ganze dann in ein gutes Miteinander zu bringen und nicht in ein Gegeneinander, war auch ein Sinn und Zweck der Übung. Also dass man im Prinzip die Region als Gesamtes begreift und sagt, okay, und Bregenz kann jetzt besonders gut das. Aber wir brauchen auch die umgebende Region in vielen Bereichen. Also wenn die Festspiele voll im Gang sind, werden Zimmer nicht nur in Vorarlberg bis Feldkirch oder Lech belegt, sondern auch in Konstanz, Friedrichshafen und anderen Städten finden da Auslastungen mit Bregenzer Gästen statt. Und im internationalen Kontext, der natürlich auch Wettbewerb sein kann, haben wir sehr viel eigentlich die letzten Jahrzehnte investiert, sowohl was die Einrichtungen anbelangt, aber auch was die Besetzungen mit international tätigen Menschen anbelangt. Wir haben nicht nur diesen Wohnzimmerblick, zum Beispiel was die Besetzung von Führungskräften anbelangt, nicht nur im Wirtschaftsbereich, dort immer schon oder schon seit vielen Jahren, wenn es international aufgestellte Unternehmung braucht, international erfahrene und tätige Menschen, aber auch im Kulturbereich. Also so dieser Wälder Spruch gefällt mir gut, wir ehren das Alte, wir grüßen das Neue und blieben uns selten der Heimat treu, ohne eben, wie gesagt, nur den Wohnzimmerblick, sondern wenn es um eine Kultureinrichtung geht, die international ausstrahlen soll, dann sollen das auch international erfahrene Leute machen. Ob das ein David Pountney, ein Ilmaz Cibior, ein Eckhard Schneider oder wie auch immer ist, das passt dann auch und damit wird es auch authentisch. Und es war auch eine großartige Sache, dass man den ursprünglich ausgeschriebenen Wettbewerb für das heutige Cup in Bregenz neu überdacht hat, selbst nach Ausschreibung, indem einfach der damalige Architekt, der Peter Zumthal, gesagt hat, ihr braucht keine Landesmuseumseinrichtung 2, sondern ihr habt so einen einmaligen Standort da. Wir sind 200 Kilometer im Radius von Stuttgart, München, Mailand, Zürich und ihr könnt da wirklich was Einzigartiges schaffen. Und er hat gesagt, das stelle ich euch hin. Und er hat nicht wie jeder andere der dortigen Architekten gesagt, wie pflastern wir den Platz möglichst raumfüllend voll, sondern wie machen wir einen Solitär, der weit über Bregenz hinausstrahlt und nicht nur quasi eine Magazinerweiterung des bestehenden Landesmuseums war. Ähnliche Überlegungen sind derzeit wieder am Laufen. Bregenz wird sich die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich mit der Seestadt radikal verändern. Also der heutige Parkplatz war ja nie als Parkplatz gedacht, auf so lange Dauer jedenfalls nicht. Es wäre auch sinnlos, die teuerste und beste Fläche von Bregenz für Blech zu verwenden. Da haben wir wesentlich wertvollere Möglichkeiten, die jetzt realisiert werden und die Gott sei Dank auch
alles mit einschließen. Also nicht nur diese isolierte Fläche Seestadt, sondern auch den Bahnhof neu denken. Jetzt kann man sagen, das ist eigentlich schade, weil er wurde erst vor 25 Jahren gebaut und das ist ja gar nichts für ein Bauwerk, das muss 100 Jahre halten. Stimmt, wenn ich mir heutige historische Bauten anschaue, die halten Jahrhunderte, aber um den Bahnhof ist es sicher nicht schade, weder architektonisch noch funktionell. Und vor allem, es hat sich auch die ganze Mobilität dramatisch verändert. Also wenn wir heute einen Bahnhof so bekommen, wie er jetzt angedacht ist, ob er zur ebenen Erde oder im ersten Untergeschoss ist und die Bahn jemals verlegt wird, sei mal dahingestellt. Die Möglichkeiten sind ja gegeben, auch für die Zukunft nicht verbaut, wenn man jetzt so realisiert. Aber das wird Bregenz total umkrempeln. Und das ist eine neue Phase, die jetzt da eingeleitet wird, wo es eben genau darum geht, wie kann man sinnvollerweise bestehende Urbanität mit einer doch erheblichen Flächenerweiterung zu einem besseren Gesamten führen. Die wichtige Aufgabe ist es, und ich denke, die ist ganz gut gelöst worden, sich alle Gedanken im Voraus zu machen, die man sich im Voraus machen kann. Dass man vielleicht während des Prozesses dann draufkommt, Mensch, an das haben wir nicht gedacht oder das war so nicht absehbar, ist eine Frage der Kultur, wie geht man damit um? Aber wenn ich einmal einen Prozess gestartet habe, dann muss ich den auch durchziehen. Und natürlich wird in der Zeit, wie gebaut wird, wie die Baugrube halt vorhanden ist, wie 400 Parkplätze fehlen, wird es ein bisschen schwieriger werden mit dem Parken, wird es ein bisschen schwieriger werden mit dem Durchkommen und so weiter. Aber da würde ich jetzt nicht von vornherein den Teufel an die Wand malen und sagen, große Katastrophe, Bregenz bricht zusammen, bla bla bla. Wir haben es auch gesehen, als in Dornbirn die Stadtstraße gebaut wurde, war das natürlich ein Megaprojekt für Dornbirn. Es hat sicher auch nicht allen gut getan, es war sicher auch nicht für alle fein in der Zeit des Umbaus, aber würde man heute Dornbirn ohne Stadtstraße sich vorstellen wollen? Ich glaube nicht. Da hat halt auch irgendwann mal jemand entschieden, oder Gremien haben entschieden zu sagen, das müssen wir tun, damit Dornbirn sich weiterentwickelt. Also wären wir irgendwo jeder Veränderung gegenüber feindseligen Stadt, wäre sicher schwieriger. Wie schnell auch Stimmungen kippen können, auch wenn es sich um sinnvolle Projekte handelt, wobei ich es jetzt im Detail da nicht beleuchten möchte, sieht man bei vielen öffentlichen Projekten, ob das Stuttgart 21 war, ob das andere Projekte sind, wo man sich hinten auch fragt, was haben wir da eigentlich angestellt? Wieso ist das nicht zum Funktionieren gekommen? Und da haben wir uns wirklich große Chancen für die Zukunft vertan. Sehe ich in Bregenz nicht. Es gibt sicher kritische Stimmen, die völlig zu Recht sagen, ich möchte mich artikulieren und da gibt es Bürgerbeteiligungsverfahren, mehrere Stufen mit entsprechenden Nachbesserungsprozedere, bis es dann wirklich zu einer Entscheidung kommt, wo möglichst viele, es werden nie alle sein, aber wo möglichst viele sagen, so jetzt passt es und jetzt wird es so gemacht.